So, Freunde, neue Folge. Bernd, was hältst du von? Ich habe wieder Fragen dabei. Viel Spaß. So, Frage Nummer 1. Bernd, was hältst du von Reitstall-Influencer? Ich rege mich heute nicht auf. Reitstall-Influencer. Ich finde es grundsätzlich, machen wir mal sachlich. Also grundsätzlich finde ich es gut, dass Leute andere Leute mitnehmen und sagen, schau mal, so ist das Leben rund um die Pferde. Weil man halt auch mal bei verschiedenen, auch mal sieht, wie man ausmisten muss, wie man Futter bringt. Es werden verschiedene Sachen behandelt. Gute Influencer gehen auch her und sagen, hey, wir haben halt einen Osteo da, der macht Tritratrullala, schaut euch an, worum es geht und so weiter. Also es hat schon auch Vorteile. Aber wo ich verblüfft bin, ist, was es für Formen annimmt. Weil wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass auf verschiedenen Messen Autogrammstunden abgesagt werden müssen, weil Leute ohnmächtig werden, weil dort der Influencer kommt und dann denkst du, jetzt muss er mich doch mal schlau machen, wer das ist, ich habe von der noch nie was gehört. Und dann schaust du da rein und dann ist ihr Hauptbeschäftigung eigentlich, dass sie morgens im Bad filmt, wie sie vorm Spiegel steht, sich schminkt und zeigt, wie 12-jährige Mädels möglichst halt aufgetackelt in den Stall fahren können, weil das ganz super ist, wenn man sich dann möglichst lang anmalt. Da denken wir dann, Alter, echt jetzt? Wahnsinn. Ich glaube, wenn die Influencer A, das wäre mir ganz wichtig, ein bisschen mehr Bildung hätten, und ich rede nicht von Lesen, Schreiben, Rechnen. Ich rede von gebildet sein im Punkto Pferd, weil was da manchmal für hanebüchener Blödsinn rausblasen wird, ich habe mir da so ein bisschen quer hinein geguckt, sage ich mal. Und ich denke, boah, Wahnsinn. Du findest ja Leute, das, wenn man ehrlich ist, das geht gar nicht. Das ist krass. Jeder, der ein bisschen Ahnung von Pferd hat, stellt sich hin und sagt, Alter, Wahnsinn, lern ein bisschen was. Das ist ja krass. Und wenn dieser hanebüchener Blödsinn dann von Kindern aufgeschnappt wird, weil das sind halt meistens die, die es gucken, Zielgruppe 12 Jahre, 13 Jahre, 14 Jahre, dann wundert mich, dass nicht mehr passiert rund um die Pferde herum, weil da von, ja, ich reite jetzt selber an und jetzt probiere ich halt mal aus, oh, jetzt bin ich heute aber vom Pferd gefallen, ha, wer hätte gedacht, dass er dann doch scheut, wenn ich die Plane draufnehme, wenn ich ohne Kopfstück im Roundpen, ohne Sattel auf meinem Pferd sitze. Dann hat er plötzlich gescheut, oh, jetzt ist es aber schwierig, weil jetzt kommen wir nimmer hin, was tun wir jetzt? Also, Wahnsinn, das, was abgeht im Netz, ist wirklich krass. Und ich glaube, wenn die Leute verstehen würden, wie viel Einfluss sie wirklich haben, die sind halt ganz oft damit beschäftigt, sich selbst zu feiern, dass sie so bekannt sind und dass sie so viel, was weiß ich, Verträge kriegen, machen und tun, Geld verdienen damit, alles gut, sei ihnen auch gegönnt. Aber wenn ich einfach bedenke, wie viel Zugang die zu Menschen haben, wenn die sich hinstellen würden und sagen würden, pass auf Leute, ich habe mich jetzt schlau gemacht, so und so und so und so ist es fachlich fundiert und funktioniert. Das und das und das sollte man lernen. Um das und das und das geht's. Da und da und da kann ich meinem Pferd helfen und nicht einfach nur aus Jux an der Freude irgendeinen Schmarrn machen. Ich glaube, dann wäre viel, viel mehr erreicht. Und ich schere da nicht alle über einen Kamm, weil es gibt auch Influencer, wo man denkt, schau her, das ist mal ein Schlauer, das ist mal ein Gescheiter. Aber das Gros, ich nenne keine Namen, weder positive noch negative. Aber es gibt eine Influencerin, da habe ich mich ein bisschen länger damit befasst und wenn ich da reinschaue, die predigt ganz viel, wir müssen ein positives Bild nach außen bringen und boah, der Reitsport wird irgendwann verboten und alles ist schlimm, weil, wo ich auch der Meinung bin, ganz klar, es wird ganz viel auf die Tränendrüse gedrückt, weil es sind sowieso alle Menschen schlimm und wenn es Männer sind und die Pferde haben, ist ja ganz, ganz extrem schlimm und Gebiss ist böse und der Halfter ist böse und Hufeisen sind sowieso die Pest und alles ist dramatisch und wenn du dann aber schaust, und gehst bei dir auf die Seite, dann ist jeder zweite Post irgendein Bild, wo ein Pferd in einem Sprung stürzt, das Maul aufreißt, schaumig ist von hinten bis vorn, ein Sporn im Pferd steckt, Blut an den Seiten runterläuft, der Reiter gefilmt, der einfach nur nach hinten zieht, macht und tut. Warum? Weil diese Bilder Klicks bringen. Und dahinter frage ich halt, weil auf der einen Seite wird schön gesprochen, auf der anderen Seite ist ja aber vollkommen klar, dass wenn ich jetzt tatsächlich positiv dafür sorgen möchte, dass ein positives Bild nach außen getragen wird, mit klaren Worten, ich mit meinem Scheiß halt keine Klicks mehr kriege. So, fertig, Punkt. Weil es ist immer das gleiche Gesülze und das gleiche Gelaber. Wir müssen viel streicheln, wer nicht streichelt, ist sowieso der Böse und am besten können alle rothaarigen Menschen verbrannt. Punkt. So, das ist eigentlich in jedem Post das Gleiche.
Der Post lebt einfach davon, dass die Leute sagen, oh leck, um Gottes Willen, schau dir mal das Bild an. Jetzt bin ich gespannt, was da drin steht. Und das finde ich halt sehr, sehr hinterhältig. Und ich bin immer wieder verblüfft, weil die hat schon Follower, da gibt es nichts. Und da bin ich eben verblüfft, wie dumm tatsächlich die Reiter sind oder grundsätzlich die Leute sind, dass sie so jemandem dann tatsächlich folgen und diesen Content schauen. Weil das ist ja, ja genau, Bildzeitung. Es taucht Bildzeitung in meinem Kopf aus. Auf die lest keiner. Grundsätzlich ist trotzdem die meistverkaufte Zeitung. Ja, ich lese sie halt, wenn sie rumliegt. Und warum liest man sie? Weil sie halt reißerische Schlagzeilen hat. Ich hoffe, es fällt euch auf, dass wir bei unseren, was wir immer machen, Ranch Talks, Coffee Time und so weiter, nicht einfach eine Headline machen, wo dann steht, Bernd sagt seine Meinung, endlich macht einer den Mund auf, bla bla, ich bin nicht mehr einverstanden mit, sondern dass wir ganz normale Überschriften suchen und uns möglichst ehrlich mit unserem Content unsere Leute verdienen, sage ich jetzt einfach mal. Also ich hoffe, das kommt so rüber und wenn nicht, sagt mir das bitte, weil ich will auf gar keinen Fall in diese Schublade, der macht halt eine reißerische Überschrift und dann bleibt schon irgendein Depp hängen. Okay, ich nehme noch eine Frage. Ja, das ist eine gute Frage, finde ich. Bernd, was hältst du von Reiten im hohen Sport? Findet man noch faire Trainer und gute Ausbilder? Selbstverständlich. Wichtig ist, dass ihr eure Leute hinterfragt. Wichtig ist, dass ihr da einmal hinfahrt und zuschaut. Wichtig ist, dass ihr nicht sagt, oh Mensch, der hat jetzt 1 Million, 2 Millionen, 10 Millionen, 500 Millionen gewonnen. Der muss gut sein. Wie schaut der aus? Ich kenne nur ein Bild von dem. Ach so, auch der ist das. Naja, groß ist er nicht. Ja, egal, stellen wir das Pferd trotzdem hin. Also, das geht nicht. Ich würde mein Pferd immer dahin stellen, wo ich halt die Leute kenne. Und ja, es gibt überall, wo Erfolg ist, gibt es auch dunkle Seiten. Weil ohne Druck entsteht kein Erfolg. Und ich rede jetzt nicht wieder von Tierquälerei, sondern ich rede davon, dass ein Bodybuilder vielleicht mal unmotiviert in seinem Fitnessstudio steht und ein guter Trainer hergeht und sagt, was ist denn los, Moppelchen? Komm, an die Gewichte und hü! Jetzt tu was, Alter. Wie willst denn du auf der Weltmeisterschaft brillieren, wenn du jetzt rumstehst und Milch trinkst? Ja, geht nicht. Also ich brauche jemanden, der mir ein bisschen in den Arsch tritt und macht. Bei uns daheim auf der 7P-Range ist es halt die Kerstin, die mich da ein bisschen antreibt. Aber grundsätzlich, von nichts kommt nichts. Und der Spruch trifft auch im Sport zu. Dass es eine Grenze gibt, wo man sagt, okay, ich muss da nicht draufhauen, ich muss da nicht fies zu meinem Pferd, gemein zu meinem Pferd oder was auch immer sei, ist, glaube ich, da braucht man nicht drauf eingehen. Aber ja, es gibt noch faire Ausbilder. Es liegt aber wirklich an euch, dass ihr diese Ausbilder sucht. Also es liegt definitiv aus meiner Sicht am Besitzer, weil wenn von 10 Berittpferd 8 Besitzer kommen und sagen, Kollege, pass auf, Montag kommt der Anhänger, der holt dieses Pferd, dann müssen diese Trainer sich umstellen. Definitiv. Punkt. In diesem Sinne lasse ich euch jetzt ins Wochenende oder in den Tag oder was auch immer ihr macht und wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Wir sehen uns bei einer neuen Folge. Auf Wiedersehen.